Wir könnten das mit dem Schalter probieren da. Ja, wir machen das jetzt erstmal mit dem Schalter, würde ich sagen. Was? Beide die Kappe? Nee. Es gibt keinen Fallschaden. Aber warum? Aus Gründen. Kennst du doch. Aus Gründen der Gründigkeit. Aus unergründlichen Gründen. Hui! Can't stop, Brock. Can't stop, Brock. Lass mich nicht dunkel. Alter, scheiße. Nein. Nein. Fick dich. Da vorne sind auch noch Münzen. Ich bleibe einfach hier stehen und nimmst die Kamera. Hat ja alles sonst keinen Sinn. Ich glaube, du musst Weitsprünge machen. LOL! Nee, die Zeit reicht. Okay. Ja, nice, Digga! Combo Move. Der war geil. So, die nächsten weiß ich nicht so ganz, wie die funktionieren. Okay, die roten Münzen, aber... Oh Gott, wie sollen wir denn hier die 100 schaffen? Scheiße. Oh, das geht. Also, ich hab's zwar noch nie geschafft, aber es geht. Ja, das geht, weiß ich auch, sonst wär's im Spiel nicht drin. Ach. Oh, nee, das... Lass uns die 100 mal links Münzen. Umgehen. Okay. Lass uns die 100 Münzen sonst aufbewahren für später. Wollen wir das nicht jetzt? Ich dachte, wir machen das jetzt. Oh, ich hab absolut keine Ahnung, wie man das machen soll. Da vorne ist eine... Gibst du mir die Kamera eben? Warte, warte. Ich will die Fledermaus platt machen. Kann man nicht auch hier hoch? Ich kann die Kamera gern haben, wenn du möchtest. Also, ich bleib da stehen. Hier irgendwo? Ja, super. Nee, okay. Hier oben in der oberen Etage gab's da halt auch einen Stern noch. Stimmt, ja. Gibt's noch Münzen? Stimmt. Bist du denn jetzt? Achso, bist du wieder ganz zurück. Wieso Münzen? Was für Münzen? Tolle Münzen, gelbe Münzen, Stern drauf. Was denn? So. What the? Das schaffst du jetzt aber. Ja, schön. Ich hab Angst vor dieser. Nein! Oh. Nein, doch! Oh. Denn die Plattform? Hä? Ach so, ach, die Punkte bauen sich später erst auf. Ja. Einfach kaputt boxen, genau. Aber hier oben sind die anderen vier roten Münzen. Haben wir denn schon alle anderen? Nee, drei fehlen mir noch. Dort, ne? Was mit oder, der? Oder zwei fehlen mir noch. Und so, die willst du später holen dann. Ja, aber wir haben doch die eine in der Felsenhöhle vergessen. Hä? Hey. Beziehungsweise du. Ja, da wo ich gestorben bin, da war eine rote Münze. Da sind keine roten Münzen. Da war doch eine. Nein, es sind alle hier. Hä? Aber da war eine.
Nein, es sind alle hier. Das habe ich doch gesehen! Jan, glaube mir, es sind alle hier. Ich glaube, langsam werde ich kaputt. Ich glaube, langsam bist du dement. Nee, kaputt. Ja, das kommt fast aufs selbe hinaus. Ganz auch vorher schon abbiegen, ne? Alter! Zieh dich einfach rüber! Ah, Narf. Du hast jetzt 6. Ich hab ja noch eine gesehen. Was? Ist das dein scheiß Ernst? Ah, kann ich eine Zeitlupe davon haben, bitte? Wie du bei dem anderen schon eine Zeitlupe bekommen hast? Bei welchen? Das weiß ich jetzt gar bei nicht mehr. Mit Kanonenflug? Mit was? Du wolltest einen Kanonenflug, wo du so in Zeitlupe durchs Bild fliegst. Ach so. Da hast du doch schon ein paar hochgeladen, irgendwie 2 Stück. Ja, und jetzt? Mach das doch nicht mit einer Rückwärtszeitung. Alter! Du musst auch schon in die Richtung laufen und dann darüber springen. Ich sag's dir, ne? Gleich Shepherds. Alter. Ich krieg einen Rappel! Jan! Jan! Das ist nicht lustig! Ich finde das ganz und gar nicht lustig! Ich schwör's dir, diese scheiß roten Münzen! Spring doch einfach über den Öppel hier an der Seite. Alter! Benutzt doch die Steinsäule, um darüber zu kommen. Ah! Ich will nicht über diese verkackte Steinsäule! Das Lustige ist, du kriegst ja nicht mal Schaden bei der Aktion. Ich schwör's dir, ne? Ja? Ich spring den Entwickler um. Miyamoto? Och nö. Ja genau, fahr außen rum. Warum bist du nicht gleich auf die Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Weil es bisher immer... immer so geklappt hat. Jedes beschissene Mal. Der Kiste kannst du auch einfach ausweichen, Junge. Ach, da war die letzte auch noch drin. Aber was habe ich denn da vorhin gesehen? Weiß ich nicht. Sehr gut, ey. Wehe, du gehst da jetzt rein. Ich hau dich. Was willst du jetzt da? Münzen sammeln! Willst du jetzt ernsthaft die 100 Münzen machen? Und ganz ohne mich? Ey, wenn du jetzt stirbst, ohne den roten Münzenstern einzusammeln, ne? Ich hau dich, wenn ich das nächste Mal dich sehe. Unsterblich? Nein, du musst nur noch die Metallkappe. Hatte ich gerade vor. Dann geht er woanders lang, auch gut. Scheiße, wo waren die? Wrong neighborhood. Nächste Kappe nehmen, nächste Kappe nehmen, nächste Kappe nehmen, nächste.
Das wird, glaube ich, auch jetzt nichts mehr mit den roten Münzen. Mit den 100 Münzen. Weil es nicht mehr genug übrig gibt in dem Level. Junge. Was denn? Du brauchst jetzt keine Münzen mehr sammeln. Es gibt nicht mehr genug Münzen, um den 100 Münzenstern zu bekommen. Meinst dadurch, du? Dass du die blauen verpasst hast. Aber wo waren die blauen denn? Ich meine, es gibt genau 100... Ich hasse dich. Warum? Warum hast du nicht einfach den roten Münzenstern eingesammelt? Ich will jetzt wissen. Ich google das mal eben auf dem Handy, ne? Ja, ja, mach. Ich bin der Meinung, es gibt irgendwie so 102 Münzen oder so in diesem Level. Weiß ich nicht. Wer ist denn das nochmal genau? Ach, scheiße, wie komme ich denn jetzt hier raus? Warte mal, es gab noch einen anderen Ausweg. Es gibt einen zweiten Ausweg. Da, da. Grüne Giftgrotte heißt es, okay. Genau. Wenn es eine 102 gibt, hätte es mich nie gewundert, warum ich die nicht finde. Warum ich nie... Also warum das Level zu denen gehört, wo ich nicht alle habe. Es gibt halt noch... Also wilde Wasserwerft gibt es halt... Jetzt kommst du bei dem Stern auch noch vorbei. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich muss hier lang. Sonst würde ich den 8 rote Münzen Stern nicht bekommen. Also müssen wir die 8 roten Münzen so oder so wieder einsammeln. Das ist eine Komplettlösung. Lol. Nee, okay. Alles gut. Nee, ich hab mich vertan. Es gibt insgesamt 139 Münzen im Level. Egal, sammel den jetzt bitte ein. Ich hab keinen Bock mehr. Den Scheiß hier. 8 rote Münzen. Na gut, es gibt 7 blaue. Das heißt, 35 werden da rausgekommen. Na gut, selbst damit hättest du es noch schaffen können, eigentlich. Aber schwierig. Dann lassen wir hier die 8 roten Münzen und heben das uns für irgendwann anders auf. Ja, genau. Wir nehmen jetzt die beiden Sterne, die du jetzt eben noch gesehen hast, einfach mit. Das heißt, wir müssen jedes Mal durch das Nebellabyrinth. Ja. Fangen wir aber bitte mit dem schwersten an. Welcher ist denn der schwierigere? Der, wo du hangeln musst? Ja. Ach, es gab doch noch einen anderen Ausweg aus diesem Level. Ich bin doch so doof. Das ist eine Karte. Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Warte, ich renne gerade durch. Jo. Dann kannst du ja gleich nachkommen. Es wäre cool, wenn wir es irgendwie so hinkriegen würden, dass ich mir gleich die Kamera schnappe und einfach den anderen Stern. Hopp, zur Seite, weiter nach rechts. Jawohl. Wo war denn der andere Ausgang? Da musst du mich gleich lotsen. Einfach da, wo ich lang bin. Rechts dann weiter. Stell dich einfach unter den Stern gleich, weißt du? Dass wir. Obwohl, das funktioniert nicht, die Räume laden ja nicht. Dann sammeln wir den einfach ein. Dreh doch mal auf deine Kamera. Ja, hey, 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 haha. Okay, gut. Dann sammle ich den jetzt einfach ein. Ja gut, stimmt, ich bin eh außerhalb. Man konnte da auch mit einem Hechtsprung rüberspringen, also oh Gott, das mache ich jetzt nicht. Also das ja, bei scheint allem, was gar nicht mal so ist. Schwer zu sein. Hä? Das scheint gar nicht mal so schwer zu sein. Ja, bei dem anderen musst du aber nur durch und einen Aufzug hoch. Schon der einfachste, der einfachere. Ja, ich meine, mit dem Hechtsprung darüber zu kommen scheint. So, ja, du, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Der Fels wollte unbedingt nochmal ins Bild. Ja, ich habe die Kamera losgelassen, deswegen. Fotobomb. Dann lass auch jetzt nur noch den Hund und dann Schluss machen, weil wir auch noch was essen. Ach so, du hast noch gar nichts gegessen. Nee. Ach so. Nee.
Quatsch. Ich war ja... Ja, viel Spaß. Sag mir, wo lang, bitte. Ich kenn dieses Level nicht so gut, oder? Nee, also das Labyrinth nicht so. Okay. Warte mal. Guck mal auf die Karte. Wenn du irgendwie kannst. Du bist, glaube ich, oben am oberen Blaue Kreis raus, oben, ne? Genau. Also du gehst geradeaus. Ne? Nimmst die Kappe. Achso, du bist da links. Ganz links raus, oder was? Nicht ganz links, sondern da oben. Du bist oben und ich muss links, oder was? Nein, ich war links und du musst oben. Ja, also doch. Ja, ja, okay. Kann ich auch durchlotsen im Zweifelsfall. Genau, schnapp dir erstmal die Kappe. So, links. Jo, nochmal. Achso, es geht ja hoch hier, ne? Nicht der, sondern... Da, wo dieses Grüne an der Wand ist. Hä? Ich muss erstmal aus der Kuhle raus. Genau da oben. Achtung, da ist nochmal eine Kuhle direkt davor. Mach einen Rückwärtssalto. Jan, du hast nicht mehr lange. Mach ein Rückwärtssalto. Bitte, danke. Mann, sorry, okay. Ja, ich habe ja jetzt auch die letzten Nächte relativ wenig geschlafen. Du kennst mich ja, wenn andere Leute da sind oder ich bei anderen Leuten bin, schlafe ich immer wenig. Ja. So. Speichern nicht vergessen. Dann ja auch alle, ne? Bis auf die 100 Münzen. Ja. Wollen wir dann beim nächsten Mal... Die Lava-Welt? Also ich hätte zumindest schon mal Bowsers U-Boot weg, gerne. Okay. Weißt du, dass wir schon mal das Bowser-Level dann frei haben? Das wäre mir schon mal ganz lieb. Okay. Ich finde das so geil, wie der einfach durchläuft. Würdest du es jetzt noch machen? Ja, dann machen wir es eben. Ach Quatsch, damit schwimme ich doch gar nicht. Damit schwimme ich. Mit A. Ja. Also, oder was auch immer das auf dem Xbox-Controller jetzt ist. A. Auch A? Ich hab's auf A gelegt. Ich hab A auf A und B auf B. Ach, cool. Also, auf welcher Position ist denn der A-Knopf vom Xbox-Controller, wenn du das jetzt mal mit dem DualShock, also mit dem PlayStation-Controller vergleichst? X. Ah, okay. Und B? Kreis. Oh, okay. Dreieck ist Y und dein Viereck ist mein X. Mein Viereck ist bei mir B, weil das halt auch beim N64-Controller diese Anordnung hat halt, wenn du verstehst. Ja, da ist ja der B-Knopf so schräg über dem A. Ja, aber rechts schräg, oder? Und nicht links. Nein, doch. Das ist schon so. Okay. Soll ich? Ja, gut. Dann mach ich. Mach mal. Ich hab eben gerade kurz nachgeguckt, wo der B-Knopf ist. Ich hatte zufällig einen parat. Ja, bei mir liegt auch einer rum. Ja, ich hab ja die N64 gerade die Treppe. Also, Controller, kein B-Knopf. Ja, schon klar. So. Das hätten wir dann auch. Scheiße. Was? Speichern wir jetzt, wenn wir beide im Vollbildmodus sind und es abschmiert, wenn wir aus dem Vollbildmodus rausgehen? Ach so, bei dir auch? Wie beende ich? Mit Alt-Tab, gell? Alt-Enter, glaube ich, gell? Ich probier's mal. Ich probier's auch mal. Ey, bei mir klappt's. Bei mir nicht, toll. Kannst du gerade mal speichern? Ja, mach ich das. Cool, jetzt weiß ich nämlich auch, wie ich das machen kann. Sehr gut. Hallo? Also, das Spiel ist zwar voll. Also, hallo? Alt-Tab hat aber. Alt-Enter hat bei mir funktioniert. Also. Ja, bei mir nicht. Also okay, mich das Spiel egal, ich hab dir die Datei geschickt, also. Ja, gut, dann droppe ich das Game. Jo.
So. Ja, abgeschmiert scheint er mir jetzt nicht zu sein. Okay. Gut. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei allen herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich werde jetzt ernsthaft nur noch was essen und dann ins Bett, weil ich stehe morgen dann auch wieder auf, um mir irgendeine langweilige